Herzlich willkommen zu einem kleinen Gameplay Let's Play vom Fishing, nee, Fishing Planet, so rum. Das Spiel ist aktuell in der Early Access. Ich habe mir heute mal fachmännische Hilfe geholt vom Kater. Hallo Kater. Ja, hallo, übertreib's nicht mit fachmännisch, ich spiele das auch erst den zweiten Tag. Okay, ja. Also wir haben schon, oder Kater hat schon erzählt, dass es zwar irgendwie ein Multiplayer-Server-Ding gibt, aber man sich selber noch nicht so ganz finden kann. Oder nicht hinterherjoinen kann, ne? Nee, nicht so richtig. Man kann sich per Chat irgendwie unterhalten, aber anscheinend auch nur, wenn man den gleichen Server trifft. Okay. Ja, dann gucken wir mal. So, ich mache jetzt mal das Tutorial, ich soll einfach zum Wasser runterlaufen. So. Jetzt hat er die Angel rausgeholt, alles klar. Wie kriegt ihr das? Achso, Hilfe F1. Ah. Ups. So. Okay. Los. Ah, so. Warten Sie, bis ein Fisch anbeißt. Super. Das ist echt entspannt. Kann man sich auch hinsetzen? Nee, ne? Nee, leider nicht. Du stehst dir die Beine im Bauch. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal einen Angelstuhl bringen hier, aber schön wär's. Ja, also das Spiel ist ja aktuell in der Early Access, also sogar kostenlos. Zumindest die Basisversion, wenn ich es richtig verstanden habe. Und du Ja, man kannst. kann viel, viel noch dazu kaufen. Wenn das Geld nicht reicht, kann man sich natürlich Geld kaufen. Wie immer in solchen Spielen. Genau, man hat irgendwie zum Anfang, wenn ich es richtig gelesen habe, kriegst du 500 Credits oder 500 Dollar. Und die soll wohl auch jeder dann kriegen. Oder jeder Spieler irgendwie, habe ich jetzt. Oh, angeschlagen! Oh. Holen Sie die Angelrute wieder ein, um den Fisch ins Trockene zu bringen. Ah, okay. So, gute Arbeit. Da Sie nichts haben, um den Fisch zu fangen, muss ich ihn freilassen. Okay. Ein blauer Sonnenbarsch. Ja, das 20 ist Komma. der Standardfisch, da habe ich schon mindestens 100 Stück rausgeholt zu Anfang. Okay. So, jetzt muss ich noch mal irgendwie einen anderen Platz suchen. Wie kann ich jetzt hier weglaufen? Warte mal. Wie kann ich denn. Was hast du denn für ein Fenster? Warte mal. Ich habe jetzt leider nicht erfolgreich die Angelrute an den Boden getroffen. Ja, das ist klar. Ich wollte die Angel wieder Routen auswählen. Musst du jetzt auf den Steg drauflaufen, oder? Ja, ich soll irgendwo anders hinlaufen. Aber ich Ja, krieg. versuch mal. Ist da ein Holzsteg? Richtung des Holzsteges. Oder? Nee, achso, ich soll noch zweimal selber. Ich soll noch. Fangen Sie noch zwei Fische. Aber wahrscheinlich an einer anderen Stelle, ne? Nee, an derselben Stelle. Ach so, okay. Das heißt, ich kann mich hier noch gar nicht bewegen. Nochmal linke Maustaste und einfach nochmal auswerfen. Der Anschlag war zu früh. Okay. Ja, zuerst zittert die Pose leicht und erst dann, wenn sie richtig schräg geht, wenn sie wegzieht sozusagen im Wasser, dann tust du mit der rechten Maustaste anschlagen, links einholen. Okay. So, aber. Also nicht schon anschlagen, wenn sie zittert, sondern der muss richtig zugebissen haben, erst der Fisch. Okay. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, kann ich ja noch länger werfen, also länger auswerfen? Ja, machen wir nachher. Das geht Okay. auch. Du kannst so weiter auswerfen, jetzt reicht es, wenn du ein bisschen reinstippst. Okay. Sagen. So, jetzt habe ich meinen Wels verpasst wegen dir. Zu spät angeschlagen. Entschuldigung. Nö, nö, mach nur. Ja, ich war als Kind war ich Angel, das weiß ich. Aber. Das war bei mir auch das letzte Mal in der DDR, ja. Wie hieß das, DFK irgendwie am Angelclub? Da gab es einen Angelclub. Okay, ich glaube, ich Ja, war. das war so ein bisschen vom Betrieb aus und so. Da hat es auch bloß die Mitgliedschaft 14 Mark oder so gekostet im Jahr. Oder 16 Mark, ich weiß nicht mehr genau. Da war's. Und Ja, dann kam die liebe Wende und konnte ich mir es nicht mehr leisten. muss Mit aber. Fischereilizenz und so, war das zu teuer. Ja. Das heißt ja jetzt, warte mal, wenn jetzt ein Fisch anbeißt, dann muss die Pose heißt es, ne? Ja. Oder die muss richtig untertauchen, ne? Schwimmer oder Pose? Nee, die taucht nicht unter. Entweder du guckst direkt auf die Pose auf dem Wasser oder rechts oben im Bildschirm. Das ist dieses Ikon von der Pose. Ja. Ja, zuerst zittert die, wenn der Fisch dran rumknabbert. Und wenn er gebissen hat, zieht die zur Seite weg und zittert. Oder auf dem Ah. Wasser siehst du auch von dir wegwandern oder so. Und dann musst Das du einschlagen. Anschlagen des Fisches hat zu lange gedauert. Warst jetzt ein bisschen spät. Okay. Ja, Gleich mal das muss man ganz. dann ein bisschen raus haben. Das kriegt man aber schnell raus eigentlich. Ja. Na, ich bin gespannt. Ja, liebe Zuschauer, wenn euch Angeln zu langweilig ist, ich werde im nächsten Part nach dem Tutorial, falls ihr das weiter sehen möchtet, werde ich dann immer so ein bisschen Best-of-Szenen zeigen. Weil ich denke mal, was war das längste, wie du gesessen hast an so einem Fisch? Oder
Gewalt hat also, jemand anders? Also die Barsche, die beißen einer nach dem anderen im Prinzip. Okay. Also das geht mir teilweise schon etwas zu schnell, dass die beißen. Okay. Da lieber ein paar schönere und dickere Fische und ein bisschen länger warten. Ja. Das heißt, dann nimmst du halt andere Köder und andere... Ja, auf die Barsche habe ich hauptsächlich Würmer genommen. Mhm. Regenwürmer und auf die Wälze Dosenfutter. Du kannst die Barsche auch mit Brot oder mit Teig oder so angeln. Ja. Ich glaube, das macht da gar nicht so den Riesenunterschied, aber ich glaube, die Regenwürmer gehen am besten. Okay. Doch mit relativ teuer. Ja, glaube ich. Du musst ja die Köder auch kaufen. Ja, ja, das finde ich aber wieder realistisch und sinnvoll auch. Also das. Ja, so aber wie gesagt, nach einem Tag, 0 Uhr werden die Fische, die du gefangen hast und behalten konntest dann, werden verkauft und dafür kriegst du ja wieder Credits. Ja, ich habe jetzt einen blauen Sonnenbarsch. Genau, Standardfisch. So. Nur noch ein Fisch zu fangen. Hui. Ja, der war ja ein toller Wurf. Ey. 5 Meter habe ich geworfen. Das ist auch Standard, wenn du normal auswirfst. Wenn du später die Taste F11 drückst, dann tust du die Wurfart ändern. Und dann tust du mit der linken Maustaste links klicken, draufbleiben auf der Maustaste und dann geht rechts ein Balken hoch und kurz bevor du oben bist, lässt du die Taste los und dann wirft er dann weiter. Okay. Dann kannst du dann gezielt auswerfen. Ja, ich habe jetzt auch noch einen blauen Sonnenbarsch gefangen. So, es wird Zeit, was Richtiges zu fangen. Öffnen Sie Ihr Inventar und ändern Sie Ihren Köder, um größere Fische zu fangen. Okay, so. Kürbiskernbarsch. So, jetzt muss ich hier Regenwürmer. Lassen Sie uns nun zum lokalen Shop gehen und einen Setzkescher zu kaufen. Okay. Werkzeug und Ausrüstung. Was gibt's hier noch? Lass dich jetzt nicht täuschen mit Setzkescher. Das ist diese komische Leine mit den Haken, die du da jetzt kaufst. Ja, okay. Fish Jail Stinger kurz kaufen. Genau. So. Setzkescher hat nachher den Vorteil, ab Level 3 kannst du den Setzkescher einen richtigen kaufen. Du kannst die Fische wieder freilassen. Ah, okay. So, jetzt kann ich fischen gehen hier. Am Steg, glaube ich. Nee, es lädt. Gehen Sie zum Pier. Pier. Wo ist denn dieser Pier? So. Werfen Sie in die Nähe der Seerosen. Wo sind denn hier Seerosen? Hallo? Links von dir, ach, theoretisch, da. Wenn du auf dem Pier stehst. Ja, jetzt habe ich sie gefunden, ja. Der Schwimmer liegt nun auf der Seite, da der Köder auf Grund liegt. Beachten Sie die Tiefe und stellen Sie diese entsprechend ein. Der Schimmer liegt auf der Seite, Haken ist tief eingestellt. Wieder reinholen und mit 0 und P die Tiefe auf 50 cm einstellen. Ah, okay. Mit 0 und, achso, 0 und P, okay. Mhm. Nee, O und. Ja, O und P, entschuldige. Kein Problem. Standardverwechslung. So, 50. Gut, werfen Sie auf diesen Spot und warten Sie auf Ihren Fang, okay. Ich warte auf den Fang meines Lebens. Ja, aber die Frau sitzt ja schon, die habe ich schon gefangen. Uiuiui. Die ist wohl gerade bei dir. Nein. Aber vielleicht guckt sie das Video und sieht das zufällig. Oh ja, muss man aufpassen heute. Ja. Oh, da hat schon was angebissen. Oh, jetzt. Na? Ja. Schwarzer Crappy in Trophäengröße behalten. Öffnen Sie die Karte, um Ihr Abenteuer fortzusetzen. Okay. Sie können den Angelplatz jetzt verlassen und sich wie ein echter Gewinner fühlen. Sind Sie sicher, dass Sie gehen möchten? Ja. Das war ein guter Angeltag. Sehen Sie sich Ihre Trophäen und Auszeichnungen an. Was gibt's denn hier Schönes? Belohnung 7 Dollar. Fische 4, Trophäenfische 1, Geflüchtet 0, keine Errungenschaften, okay. So. Ach, es gibt auch einen täglichen Bonus, wenn du öfter spielst, okay. Level 2. Hey. Nicht schlecht. Zuschild. Basispaket. Okay. Wo kriege ich das jetzt hier, das Basispaket? Ich glaube, das hast du jetzt schön drin. Okay. Ah, hier gibt es den Premium-Laden. Premium-Kontos. Ah ja, 360 Tipps, Tage. Wenn du irgendwas kaufst, wird es meistens zu dir nach Hause geliefert. Ach so. Also bevor du den nächsten Angelausflug machst. Ja. Oben hast du oben Symbole, wenn du zu Hause bist, deine Tasche, dein Rucksack oder das Zuhause-Symbol. Musst du alles packen, was du mitnehmen willst. Wenn es dann zu Hause liegt, hat es keinen Sinn. Okay. Gucken wir mal, dann gehen wir nochmal auf die Weltkarte.
Ja, du hast momentan nur zwei Angelstellen hier, mit Missouri oder so. Oh, da läuft schon wieder eine Katze durchs Bild. Ups. Würde ich dir die obere Angelstelle empfehlen. Die obere? Ich habe bisher ist nur... Achso, Matt. Ah, du hast jetzt die Weltkarte. Ich will es auf der Weltkarte, ja. Da kann ich nur eine auswählen. Du bloß die eine Stelle, wo du hin kannst. Okay. Da kannst du dann rechts auswählen, wie viele Tage du dort verbringen willst. Dass du die Reisekosten nur einmal hast. Achso. Ja, jetzt habe ich als ich aussehen schon auf Reisen geklickt. Mist. Ja, das macht doch nichts. Ja. Noch hast du doch genug Credits. Komm her, Buddy. Komm her. Dein Bruder war letztes Mal schon im Video zu sehen, ne? Du möchtest bestimmt. Pass auf, Barney, jetzt gibt's Fischi. Ja. Lecker Fisch. Das heißt, die obere Angestellte hast du mir empfohlen, ne? Ich würde die obere nehmen, da bin ich auch immer. Gefühl, da fängt man mehr. Fisch. Aber das kann auch täuschen. So. Spieler Aschnoggi, lustig, Nick der Fänger, achso, okay. Mösenfröhlich, Nick der Fänger, achso, Spieler verbunden. Ja, du hast da ganz andere drin als ich. Ja. Sind es bei dir auch 20? Alle 20 oben? 12. 12, aha. Achso, wie kann ich jetzt die Wurfweite einstellen? Wie geht das denn jetzt? Also wie. Pass auf, geh erstmal auf Inventar. Inventar, ja. Da hast du links deine Angelroute. Ja. Rechts hast du dann Köder, hast du da schon Rotwürmer drin? Da sind Regenwürmer drin, ja. Ja, zieh die Regenwürmer mal auf das Köderfeld links neben deiner Angel. Auf das Köderfeld? Achso, die sind schon drin links im Köderfeld, genau. Ah ja, okay. Ja. Dann kannst du aus dem Inventar wieder rausgehen. Okay. Dann drückst du die Taste F11. Dann hält er die Route auch anders. Ah, ja. Ja. Und dann guckst du nochmal mit O und P, was du für eine Tiefe eingestellt hast. Schnurtiefe geändert zu 50 cm. Ja, kannst du so 30 kannst du auch machen. Euro. 30 cm? Warte mal, ich habe was Fettes dran. Eieiei, knister, da kommt der Bremse. Ja, so ungefähr 30 kannst du machen. Geht doch 50, ich glaube, das macht bei den Barschen keine so. Warte mal, werde ich doch wohl noch ein Land kriegen hier. Hallo? Da was jetzt Fettes rein. Ja, und dann auf der gegenüberliegenden Seite vom Wasser siehst du zwei Boote. Ja. Ja, und du schmeißt einfach mal in Richtung der Boote aus. Also linke Maustaste drücken, warten bis der Balken ziemlich kurz vor oben ist und dann loslassen. Ah. Dann schmeißt er das Richtung der Boote. 16 Meter habe ich jetzt geworfen anscheinend. Mal hier an Land, du Mistbrocken hier, was ist denn da dran? Oh, 1,7 Kilo Kanalwels, das ist ein schöner Kerl. Scheiße, und ich muss ihn freilassen. Ist da was angebissen? Wieso musst du ihn freilassen? Ich weiß es nicht, entweder habe ich keinen Platz mehr in meinem Kescher. Ja, 1,7 Kilo ist ein ganz schön fettes Ding hier. Screenshot? Ah, ich habe was an Angel. Ich habe was. Er bringt im Prinzip 9 Erfahrungspunkte. Blauer Sonnenbarsch. Kann ich auf Behalten klicken, ne? Du kannst auf Behalten klicken. Okay. Aber Hinweis, du kannst nur eine beschränkte Anzahl von Fischen auf diese Leine fädeln hier, also nur behalten. Und wenn du jetzt die Leine voll machst mit diesen kleinen Sonnenbarschen unter 0,22, kriegst du dann weniger Geld im Prinzip, als wenn du die größeren behältst. Ach so, okay. Aber jetzt am Anfang würde ich erstmal alles behalten. Ja. Machen wir mal so, dass du auf den grünen Zweig kommst. Ja, ich behalte es auch erstmal alles. Ein bisschen frustrierend, weil man zu Anfang immer nur die kleinen angeln kann, oder? Ja, ist ein bisschen doof. Muss mal gucken, ich weiß nicht, ab wann du dir Dosenfutter kaufen kannst, ab wie viel, auf welchem Level. Ob das Level 2 oder Level 3 war. Achso, sie können das Menü nicht aufrufen, solange sie die Angeln im Wasser. Ja, die muss die Route aus dem Wasser holen. Ja, ich finde es aber nicht verkehrt, dass das Spiel eigentlich im Prinzip kostenlos quasi ist und du dann halt eben dann für die DLCs sozusagen bezahlst, wenn du halt neue Inhalte haben möchtest oder größere. Ja, oder wenn du eben 1000 verschiedene Routen kaufen möchtest und das Geld nicht reicht, was du mit den Fischen verdienst. Ja. Oh, ich habe schon wieder einen Fisch an der Angel. Du hast doch noch eine zweite Währung, irgendwie Gold oder so, aber ich glaube, das kannst du dir auch nicht kaufen, das kriegst du irgendwie bloß automatisch, aber eben sehr wenig. Ja. Aber man muss sich überlegen, für was man das Gold ausgibt im Endeffekt. Ja, klar. Darf ich euch kurz unterbrechen mit uns? Ja, was denn? Ihr kriegt den Dünger nicht freigeladen, wie wandelt er?
Einfach ranfahren an die Düngersteuer. Wehe, du gibst den hier im Fluss ab. Ranfahren, irgendwo immer wieder aufgeladen. An den Kästen. Taste R drücken und vor allen Dingen die Dünger und den Düngersteuer ausgewählt haben. Ich hab mir jetzt ja einen Kasten rausgeholt. Ja, musst du direkt mit dem Düngersteuer über den Kasten rüberfahren. Hab ich auch. Ja, hast du vielleicht keinen Dünger genommen, sondern Saatgut? Nee, ich hab Dünger am Haken dran. Damit fängst du nicht den Fischer. Dann musst du die Kiste abstellen. Hab ich auch schon versucht, geht auch nicht. Dann weiß ich nicht. Dann musst du warten, bis Elb morgen da ist. Ich versuch das nochmal. Ja. Eine Katastrophe ist das im Moment. Ja. Nee, nee. Die einen spielen LS15, die anderen spielen Fishing Planet. Ach, LS15 ist mir zu nervenaufreibend. Lieber schön entspannt angeln, ne? Es ist mal was Schönes zwischendurch. Ja. Man muss sich zwar auch konzentrieren auf die Pose, aber... Ja, wenn irgendwann so ein Fischer... Ist nicht ständig am Lenken oder ständig am Fluchen oder sonst was. Ja, meine Pose schwimmt gerade davon irgendwie. Ja, die treibt so leicht nach rechts. Ja. Aber ich finde, so weit geworfen habe ich jetzt irgendwie anscheinend auch nicht. Nee. Zu weit fahren konntest du eigentlich nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil die Angelroute dafür nicht. So, junger Kanal wälzen. Ne? Den darf ich wieder behalten. Ich weiß nicht, ob das in meinem Level liegt oder so, dass ich den nicht behalten durfte vor uns. Das kann natürlich sein, ja. Oh, irgendwas knabbert gerade meiner. Ach nee, ich glaube, der Kescher war bis 1,5 Kilo und der hatte, glaube ich, 1,7 Kilo. So. Da gibt es auch verschiedene Sets Kescher und je nach Level kannst du den besseren dann anschaffen. Simu-Tipps Ösi. Ah ja, okay. Ach stimmt, eigentlich ist der Simulator so gesehen. Ja. Fishing-Simulator. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Geld die dann nachher mit den ganzen extra Sachen und sowas verdienen wollen. Naja. Da ich hoffe, ich kann mich dann auch beherrschen, nicht, dass es wieder ausordert wie Weiße Hunter oder GTA 5 und so, weißt du. Ja, ja. Da bin ich Hunter, wie gesagt, da habe ich so ungefähr 300 Euro fallen lassen, verschwinden lassen. Ja, du musst ja dann ausrechnen, wie viele Stunden hast du das gespielt? Oh ja, ist schon einiges zusammengekommen damals. Klar, wenn du jetzt auf Stunden ausrechnest, ja, ist es nicht so schlimm, aber trotzdem. Ja, es ist eine Menge Geld, das stimmt. Ja, das ist... Aber es ist halt, ist ja auch so kalkuliert, ne? Ja, natürlich, du willst im Endeffekt, du willst die Waffe noch haben und die gefällt dir und das gefällt dir und das Outfit und so weiter. Und ja. Nachteil war bei The Hunter, so richtig Geld verdienen konntest du da ja nicht. Hier scheinst du ja alles, was du dir im Prinzip kaufen möchtest, kannst du dir anscheinend momentan noch erangeln. Ja. Und wenn dir das zu lange dauert, dann musst du eben zahlen, aber... Ja, ich bin ehrlich, ich habe schon noch 5 Euro ausgegeben, ja. Ist okay. Kommt der Entwicklung zugute? Ne? Naja. Sagen wir mal, solange sie nicht übertreiben. Was ist jetzt, ja, das stimmt. Was ist jetzt hier bei dem einen ist jetzt hier die Leinen gebrochen. Was bedeutet das? Ist mir auch schon zweimal passiert. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerissen ist beim Einholen jetzt bei ihm. Das ist mir noch nicht passiert, aber bei mir hat sich der Haken schon zweimal irgendwie im Kraut verfangen. Ah, da kannst du ziehen, wie du willst, und du kriegst den Haken nicht mehr raus. Und dann musst du Taste B drücken und dann tust du die Leinen sozusagen abschneiden. Ach so, okay. Ich habe jetzt gerade eine... Ja? Ja? Du musst? Dann musst du natürlich dann neuen Haken dran machen und so. Du musst wieder neu ausrüsten, bevor du weiter angeln kannst. Ja. Ich habe jetzt gerade Leistung erhalten. Glücklicher Auswerfer 1. Werfen Sie eine gewisse Anzahl oft erfolgreich aus. Ja. Belohnung 5 Sterne, $25. Alles klar. Junger Kanalwels plus 5. Ah, mit der rechten Maustaste kann man noch gucken, wo man hinwerfen will. Ja, du klickst die einmal. Du musst dann bloß beim Auswerfen, wenn du das gemacht hast. Ja. Drückst du die linke Maustaste einmal, lässt sie los, der Balken geht hoch und dort, wo er werfen soll, drückst du nochmal dann die linke Maustaste. Ah, okay. Ja, cool. Das klappt auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht schlecht. Mhm. Ah, da gibt es noch eine Einholgeschwindigkeit mit K und L. Ja, oder mit Mausrad. Das kannst du, wenn du dann Spinner tust oder so mit dem Spinner dran oder so, kannst du dann die Geschwindigkeit regeln, wie er einholt. Okay. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn man irgendwelche Fische schnell ziehen muss, ne? Ja, oder wie gesagt, wenn du spinnern oder wobbeln tust, wenn du hier sozusagen im Blinker dran hast, den ziehst du ja durchs Wasser, den lässt du ja nicht an der Pose oder so, den ziehst du durchs Wasser. Ja. Der tut ja einen flüchtenden Fisch so simulieren. Mhm.
Damit und da kannst du die Geschwindigkeit ein bisschen regeln, sonst zieht er dann zu schnell. Und mit dem Spinner, das habe ich noch nicht so richtig raus, das genau funktioniert. Es gibt ja noch keine richtigen Anleitungen hier, obwohl, ich glaube, ein paar Videos gibt es schon, die man sich angucken könnte, aber viele sind eben wieder auf Englisch. Ich kann kein Englisch. Ja. Bin ein Deutscher und dazu auch noch ein Sachse. Ja, aber da arbeiten wir jetzt dran. Also, liebe Zuschauer, wir haben jetzt die ersten Eindrücke vom Fishing Planet jetzt schon mal erhalten. Ich werde das Ganze noch mal ein bisschen weiter spielen, noch mal ein bisschen weiter fortführen, einfach mal gucken, wie weit ich denn komme, damit wir vielleicht auch demnächst auch mit Kader zusammen vielleicht noch mal so ein paar Eindrücke vom Spinning auch bekommen, wie das dann genau funktioniert, was man sich noch alles kaufen kann und so weiter. Ich hoffe, die ersten Eindrücke haben euch gefallen. Den Download-Link, also beziehungsweise wo ihr das Spiel bei Steam runterladen könnt, kriegt ihr auch unten in der Beschreibung noch mal rein. Wenn ihr Fragen habt oder so oder Anregungen, lasst es auch gerne in den Kommentaren stehen. Oder spreche mich persönlich drauf an. So macht Kater das ja auch immer. Oh, einen habe ich noch hier. So, sehr schön. Was habe ich gefangen? Schon wieder im blauen Sonnenbarsch. Was soll ich sagen? So, sehr schön. Ja, an dieser Stelle beenden wir das Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Kater, für die kurze Einleitung oder Einweisung. Und danke. Kater. Petri Heil. Petri Heil, genau. Ja, ich vergesse. Sonst gibt es Ärger mit der Schiff auf dich.